choice, go fight against your fate. Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Honkai Star Rail. Wie geht's, wie steht's? Na, eine Woche später, ne? Wir sind jetzt hier. Ups, da habe ich noch. Da muss ich wegmachen. Ich habe noch, da war mein Zensierungsding für Zenless Zone Zero, welches ich auch gerade gestern angefangen habe zu Let's Playen. 5 Stunden aufgenommen habe. Und ja. Sind das jetzt die richtigen Dinger? Ja, ne? Ja. Ja, sind das die richtigen? Ja, ne? Gut. So, wir sind hier in Honkai Star Rail, immer noch in der Story. Wir machen weiter hier in Pinakuni, ne? Pinakuni. Das Land von Pina. Und ja, wir sind jetzt hier in der, auf diesem Schiff, auf diesem fliegenden Schiff, der Feldspat. Wir haben uns mit Glühwürmchen getroffen. Ich glaube, die ist schon. Die ist schon irgendwie abgehauen, weil ich war kurz davor abzuhauen. Ja, genau, wir müssen uns hinlegen, ne? So, der Grund, warum ich hier unten bin, ist, weil ich habe gar nicht gemerkt, dass ich noch hier runtergehen kann, ne? Ich meine, ich habe ja, glaube ich, mal gesehen, ich stand schon, glaube ich, mal vor der Tür, aber ich bin ja noch mal, die waren auch abgeschlossen und jetzt bin ich mal hier runtergegangen und da habe ich hier unten das Folgendes gesehen. Guck ich da mal an. Das ist ein Ballon, das ist einer dieser Ballons, die man irgendwie abschießen kann, die ein bisschen außer Reichweite sind und ich weiß nicht, wie ich den erreichen soll. Ich kann ihn irgendwie nicht anvisieren, ich kann da irgendwie nicht drauf schießen. Also ich weiß nicht genau, wie man da hinkommt. Runmei ist übrigens jetzt auch am Start, ne? Runmei. Ich habe sie jetzt relativ hoch gelevelt, ne? Ich weiß nicht, welches Level sie letztes Mal war, aber sie ist jetzt Level 77. Und ihre Spuren sind auch schon relativ fertig, ne? Also Level 8 will ich als maximal immer minimal irgendwie haben, aber ich bin dabei, das weiter hoch zu leveln. So, Ausrüstung als möglich ist auch schon relativ fertig. Also sie ist eigentlich schon ziemlich gut hier außerhalb von Kämpfen. So, als nächstes bin ich ja Galaga am machen. Da fällt mir gerade ein, warum habe ich ihn eigentlich nicht im Team? Ich wollte ihn eigentlich im Team haben. Ich habe ja reflexmäßig Hoho oben mit ins Team genommen, aber eigentlich wollte ich Galaga ins Team nehmen, weil er ist auch schon relativ fertig. Jetzt sind wir ja voll auf Bruch-Effekt, ne? So, boom, zack. So, weil Galaga ist jetzt auch schon Level 70 und habe ich wortwörtlich gerade erst auf Level 70 gebracht, nachdem ich irgendwie halt Event hier ein bisschen gespielt habe, um Erfahrungspunkte zu bekommen. Er ist eigentlich auffällig. Bei mir fehlt eigentlich nur das hier, was irgendwie das Wichtigste ist, ne? Da, mit diesen Dingen bekommt er sozusagen stärkere Heilung, je höher sein Brucheffekt ist. Und ja. Ja, das ist ja da irgendwie die neue Meta, ne, heutzutage, ne? In Honkai Star Rail, Brucheffekt. Alles dreht sich um Brucheffekt, ne? Hier Glühwürmchen hat 136, aber wenn sie sich zu Sam entwickelt, dann ist es noch höher. Runmei auch voll auf Bucheffekt. Sie hat 247 und sie kann den Bucheffekt von anderen Charakteren erhöhen. Also das ist irgendwie die neue Meta, ja. Das ist genau wie in Genshin Impact, wo jetzt hier Eid des Lebens irgendwie der, die neue Meta ist, ne? Also Eid des Lebens. Da sind so wie Charaktere wie Alecchino. Ich glaube hier Dings. Hier Sigwin ist auch irgendwie Eid des Lebens. Das sind so Charaktere, die irgendwie eigene AP opfern und ihre maximal HP reduzieren. Das ist jetzt irgendwie die ganze Meta in Genshin Impact. Und in Honkai Star Rail ist jetzt die Meta hier alles mit Brucheffekt. Also so schnell wie möglich die Ausdauer der Gegner zu brechen. Ne? Da kam sogar gerade ein Event, ne? Das habe ich gerade gespielt. Das Wort wollte ich eine Minute oder so gedauert, weil ich da auch alles irgendwie so um Brucheffekt irgendwie dreht. Hier ist das. Und dann habe ich wortwörtlich gerade erst gemacht und da war super einfach. Ich bin damit, glaube ich, genau diesen Team reingegangen, das ich jetzt hier habe. Und Glühwürmchen hat alles gesolot, weil man kriegt immer einen Zug, wenn man den Gegner bricht. Und ich bin da wortwörtlich reingegangen mit Glühwürmchen, habe sie zu Sam verwandelt. Sie hat einen Gegner gebrochen, boom. Dann hat sie noch einen Skill. Genau, jedes Mal, wenn man einen Gegner bricht, bekommt man einen Skillpunkt. Also bin ich da reingegangen, habe ihren Skill aktiviert, boom, Gegner gebrochen. Dann bekam sie wieder einen Zug, boom, wieder Gegner gebrochen. Dann bekam sie wieder einen Zug, boom, wieder Gegner gebrochen. Ich habe wortwörtlich in einen Zug hier das alles geschafft. Das ist voll irre. So, aber um jetzt hier mal drüber nachzudenken. Ich habe eine Vermutung, wie man das vielleicht schaffen könnte. Und zwar vielleicht mit Gneifen. Weil die hat so einen
so eine Technik, so diese Dinger, die man außerhalb Kämpfen einsetzen kann, wo sie so eine Dynamitstange wirft. Da können wir ja mal versuchen, ne? Die wirft die da so runter. Hm. Ne, das reicht, glaube ich, nicht, ne? Ne. Und der Nahkampf ist der hier, ne? Ja. Alle. Ich versuche gerade darüber nachzudenken. Weil diese Ballons, die müsste man ja eigentlich theoretisch, würde ich jetzt mal raten, mit jedem Charakter bekommen, ne? Die müsste man eigentlich mit einem Charakter bekommen, den man gratis bekommt, ne? Damit das machbar ist. Ich überlege gerade, welche Charaktere kriegt man alle gratis? Server kriegt man gratis, wenn man sich vorgeregistriert hat. Mein Gott, März, 7. März ist größer als Server? So, sie schießt. Ich meine, ihn hat man gratis bekommen, aber... Hm. Ich rede jetzt irgendwie so von... Oh, ich glaube, ich weiß. Natascha. Weil Natascha hat so einen Granatwerfer. Oh ja, das sieht gut aus. Schau ich das? Ja. Ballonflug nach morgen, weil ich wollte schon sagen, das muss man ja erreichen mit jedem Charakter, ne? Weil dann hast du ja ein Archiv, mit das du irgendwie nicht erreichen kannst, weil nur weil du den Charakter nicht hast, ne? Das ist ja irgendwie voll doof. Was nicht da geklappt hat. Sonnenballon von Stone auf der Feldspalumina. Okay, cool. Ja, ich meine, aber meine Idee mit Kneifen war auch ziemlich gut. So, weiter geht's. So, wir meinen eine Story weiter, ne? Ich habe mal irgendwie so online nachgeguckt. Ich glaube, ich bin nur noch so 2 Quests entfernt, um die Story abzuschließen. Also 2 so... Also nicht die ganze Quest, aber hier 1000 Glocken der Dämmerung. Letztes Mal war, glaube ich, irgendwie das Leid eines Soldaten oder irgendwie so. Naja, also so 2 von diesen Quests brauche ich nur noch, glaube ich. Ich gucke halt immer so nach, damit ich noch weiß, wie lange das ungefähr dauert. Ich gucke nicht genau, was man da machen muss oder so. Das ist natürlich Spoiler, ne? Aber ich gucke immer so, auf wie viele Parts ich mich nur so einstellen kann. So, Guck mal, was hier noch so kommt. Ich bin auch irgendwie bei 80% oder so laut PlayStation. Nach dem Home-Menü in der PlayStation. Ich bin's Glühwürdchen. Ich bin ja fertig. Keine Sorge, ich habe nichts Voreiliges kann. Ich habe mich versteckt. Genau, sie ist weggerannt, ne? Wirklich schade, dass ich Robin nicht auftreten sehen konnte. Werde. Was hier passiert? Einige Zeit später. Warum sagt denn das jeder? So. ご来場の皆さん、ファミリーの皆さん、紳士淑女の皆さん、銀河各地からお越しの皆さん、こうして皆さんと顔を合わせ、皆さん、コンコ白旗における、ピノコニー最大の式典、調和セレモニーを迎えられることを、とても嬉しく思います。まずはじめに、ピノコニーのファミリー並びに、五大クランを代表して、決めてやつ、あれ、オフィスやんね。 そして私個人としても、ご来賓の皆さんを心より歓迎いたします。クラップクラップパチパチ。皆さんもお気づきかと思いますが、今回の調和セレモニーはこれまでとは違い、各クランの努力により かつてない規模となっており、銀河中の勢力が紹介されています。ジーニアスサイティレンジャー。それだけではありません。前回まではピノコニー大劇場で行われていた開会式も貴重席後、すなわち皆さんが今いるこの飛行艇に舞台を移しました。ではここでルーサン家当主のオーディアルファルファによる調和の活動への無視の奉仕に対して、 一緒に温かい拍手と心からの感謝を送りましょう。パチパチ。今回のセレモニーは、なぜこれほどまでに特別な意味を持つのでしょうか。
Ach, die haben irgendwie gesagt, ich muss 3 Stück oder so finden oder 4 Stück. Diese Rätseltypen. Ja, glaube ich auch da unten, wo der Ballon war. Also hat niemand irgendwie mitbekommen, wie Art schon irgendwie mit ihrem Schwert geschwungen hat und hier die ganze Traumwelt irgendwie gestützt hat. そして最後にもう一つ理由があります。皆さん、時計屋のことは覚えていますか？実はファミリーが今回のセレモニーのために力を尽くしたのは、この伝説的な人物を記念するためだったのです。ピノコニーの父、ラグウォーク・シャール・ミハイル。そう、ピノコニーの礎を築いた伝説の七使人の一人を。 宴の星が混乱のさなかにあった時代、彼は仲間と共に空からやってくると開拓を通じて私たちに自由のありかを教えてくれました。また彼らは無境の開拓でも先頭に立ち、今日の調和の楽園を築いてくれたのです。ピノコニーが今日の輝きを手に入れられたのも、時計屋が 私たちの心の奥底に植えた開拓の精神があったから。この開拓の精神があるからこそ、私たちは使命を果たし、調和をより多くの人々に広めることができるのです。聞いてて気分がいいね。さすがうちら。イエーイ。うん。 Unser Trailblazer ist geistes unvergesslich. So, so, Muteki, Muteki. Oder unvergleichlich. Konkai, utsukushi yume ga seijou ni modotta no mo, kaitaku no ooinaru tasuke ga atta kara ni hoka narimasen. Seikyuu resha no minasan ga inakereba, kono chouwa seremonii mo buji ni kaisai dekinakatta koto deshou. Sokode 五大クランの全会一致を経て、ピノコニーのファミリーは全銀河のファミリーのメンバーを代表して七使人の皆さんに贈り物をすることに決めました。おお、いよいよかな。貴重赤号の所有権を請求列車に譲渡いたします。ほんの気持ちにすぎませんが、どうぞお受け取りください。 Stimmt, wir wollten uns ja ein Geschenk geben. Können wir damit durchs Universum fliegen? Das wäre geil. Das ist irgendwie alles hier zu Happy End irgendwie gerade. Ich sehe irgendwie noch gar keine Bedrohung in dieser ganzen Quest. Ich habe so das Gefühl, sie wird irgendwie erschossen oder irgendwie sowas. Irgendwas Schlimmes wird hier gleich passieren. Ich traue dem einen nicht. Irgendwas Schlimmes wird hier jetzt gleich passieren, ich weiß es. Sie wird bestimmt irgendwie erschossen oder so. Ich sehe schon das Schlimmste jetzt hier kommen. Das ist die Trailermusik von Sparkles Trailer. Sehr, sehr geil. Möchte von der Situation mit der. Ja, mein Problem an dem Bord des Schiffs befindet sich eine imaginäre Neutronenbombe. Was geschieht hier? Berichte mehr von der Situation mit der. Das haben wir alles in der maskierten Darin zu verdanken. Das mache bitte die Situation persönlich erklären. Was?
Wie bist du in die Gruppe gekommen? Und wo kann man das Feuerwerk sehen? So ist Sparkle Nummer 1. Ich brauche keine Einladung. Ach schön, kommen wir mal zur Sache. Wir haben schon alle in den Kinnladen runtergeklappt. Sparkles Köpfchen wurde alle. Ich kann nicht so schnell lesen. Ganz ruhig. Hotel. So, lass mich noch mal lesen. Er ging alles zu schnell weg. So, sind euch alle schon in die Kinnladen runtergeklappt? Sparkles Knöpfe wurden alle wieder gefunden. Warum ist die Zeitschaltuhr der Bombe noch aktiv? Das haben wir alle zu unseren mutigen Hunden zu verdanken. Da sie alle Knöpfe sorgfältig wieder eingesammelt haben, konnte Sparkle alles nacheinander drücken. Sparkle hat sich buchstäblich die Finger wund getippt. 100.000 Knöpfe. Sie hat ganze 48 Systemstunden lang Knöpfe gedrückt. Also guck, ist nur mit dir los. Sei nicht unhöflich, selber Cowboy. Sicher ein Haufen Arbeit. All die anderen Dinge, die du mit der Geduld nur hättest anstellen können. Danke für deine Wertschätzung. Natürlich kam es letztendlich auf Sparkles Glück an. Ich weiß nicht warum, aber es gab insgesamt 16.507 ungeschätzte Traumgäste, die freiwillig Sparkles Bürde betragen wollten. Mädchen, die gar nicht lächeln, immer glücklich, wie auch immer. Die Bombe, die Sparkle auf dem Neutral ist mit 999 Punkten versteckt. Ihr habt einen Neut, findet sicher aus, wo die echte Bombe versteckt ist. Viel Glück. Wie viele? Keine Panik. Wir kümmern uns zusammen darum. Leute, bitte verursacht keine unnötigen Panik. Ich verlange, dass die Familienmitglieder sich auf die Evakuierung vorzubereiten. Die Bombe überlasse ich euch. Die Familie Eichmüller hat sich immer auf die Stärke der Ordnung verlassen und die Gabe. Aber der Segen der Ordnung ist nun verloren. Die Konsequenzen sind unvorstellbar schlecht. Da stimme ich zu, Leute. Bitte tauscht euch mit der anderen in die Gruppe aus, falls ihr etwas findet. Die Schönheit wird ihre Pflicht erfüllen. Wir von der IFK helfen euch auch. Keine Sorge, Leute. Wollt ihr wetten, wer das hier überleben wird? Okay. Angriff. Okay. Sehr geil. Boah, ich hoffe, dieses Lied kann man für den Zug freischalten. Oh, ich muss hier. Hallo? Oh, endlich hat man Sparkle ein bisschen Spotlight hier. Warum sind jetzt spielbare Figuren? Weil vielleicht sollte ich ein bisschen zurücktreten. 1. Was ist mit der 3? In Anspielung, Glühwürmchen. Was ist aber diese Stimme? Konstable in Puppe verstummt endlich. Du öffnest sie oder besser gesagt zerreißt sie, obwohl das grausam klingt, und stellst fest, dass sie ein Spielzeug mit einer ferngesteuerten Lautsprecher ist. Sie Fortschritte bei der Situation mit der Bombe. Ich finde es gut, wie die Diskussion einfach nur 1-1-1-1-1-1 heißt. Ich habe gute und schlechte Neuigkeiten. Welche willst du zuerst holen? Du bist auch hier drin? Die schlechten Neuigkeiten. Sagen wir die schlechte Neuigkeit zuerst. Schlechte Neuigkeiten sind, dass ich 131 Bomben gefunden habe. Die guten Neuigkeiten sind, dass keine von ihnen die echte Bomben sind. Eine echte Bombe ist. Die maskierte Narren weiß wirklich, wie man Leute zum Narren hält. Keine Sorge, der Prozess der Eliminierung ist auch eine Problemtaktik. Die Markierung der Familie ist hier auch bereits voll im Gange. Die Blutenden haben bereits eine heiße Spur. Macht weiter, Jale. So, oh, da steht auch.
132. So, eine Sekunde. So, ich weiß nicht, ob hier irgendwie noch ein Kampf kommt, aber ich muss ja, ich muss einfach. Natürlich muss ich mit Sparkle rumlaufen. Ich wünschte, sie hätte irgendwie diese Laufanimation wie im Trailer, wo sie einfach so am Hüpfen ist. Sagen wir so frohlockend irgendwie am Laufen ist. Das müsste es mal geben, ne? Verschiedene Laufanimationen. So. Ja, jetzt haben wir gerade ein neues Schiff bekommen. Jetzt will halt jemand hier in die Luft jagen. Maha. So, ich will wetten. Irgendwo hier. Ne. Ich gucke mir den Trailer von Sparkle immer noch hin und wieder an. Der ist so gut. Die Musik ist einfach halt beste. Und dann hast du irgendwie so Madoka Magica Vibes irgendwie so am Ende. Wenn der Trailer voll am Trippen ist am Ende. Also nächste. Detektiv, Baby. Ich brauche deine Hilfe, um meine Bombe zu finden. Das sind also irgendwie andere Rollen, die sie spielt. Ich hier ein Rätsel lösen, aber ja, ein Hammer, ne? Das ist ein Hammer, Bro. Ja, der Hammer, ne? Du bist es, du warst an beiden Tatorten. Ja. Ich muss immer nur ihre Companion Quest spielen, ey. Sparkles Stimme wird schwächer und zurück bleibt nur der Puppenkörper, der ein statisches Rauschen von sich gibt. Es scheint, als hätte die Sparkle die arme Puppe in ein Megafon verwandelt. Okay, ich muss alle Puppen finden, alles klar. Dieses Ding-Dong, Bubububububu, ich gebe auf. Was ist los, lieber Cowboy? Ich habe 217 sprechende Puppen gefunden. Was? Und das habe ich nur mit Hilfe der Bluthunde und diesen Mann mit dem Gipskopf geschafft. Wer weiß, wie lange wir brauchen würden, um sie alle zu finden, wenn wir auf uns allein gestellt wären. So ein Jammer. So wie ich diese Narin kenne, müssen wir wohl leider alle falschen Antworten durchgehen. Keine Sorge, die Schönheit wird uns führen. Sind wahrscheinlich alle gar nicht echt, ne? So, ich weiß, wir haben eine Karte, aber wenn ich einfach rumrenne, dann werde ich die schon alle finden, ne? Tell me, what is elation? Me, I am elation. Gefolgt von der Yandere Lache. Aber ich habe wirklich irgendwie, sie wird so böse. Hey, ich habe was anderes gefunden. Sehr gut. Warum schläfst du mich raus? Jetzt kommt der beste Teil der Geschichte. Leute, Bauschen gehört sich nicht. Du gehst mir echt auf den Wecker. Die Menschen haben doch nichts dagegen, wenn ich mithöre, oder? Ich glaube nicht, dass es gegen die Regeln verstößt, Piep.
Vor ein paar Tagen habe ich gehört, wenn jemand geschworen hat, ein Geheimnis seines Freundes nie zu verraten, dann hat dieser jemand es sofort ausgeplaudert, Piep. Oh nein, ich spüre, mich jemand anstarrt, Piep. Ich kann diese Art von Aufmerksamkeit nicht ertragen. Dann mache ich mal die Flatter. Tschüss, Piep. Muss sofort all meine Freunde von dem neuesten Klatschentrag versorgen. Aber warte mal, kann ich jetzt in diese eine Tür hingehen, wo der letzte... Kann ich jetzt in diese eine Tür reingehen, wo diese letzte Rätsel ist hier? Warte mal. So, wir haben 350 Puppen. Naja, Bomben, Puppen. Warte nochmal. Versucht herauszufinden, wo das letzte Rätsel ist. Da oben. Es wird mir sogar angezeigt. Das wurde mir vorher nicht angezeigt. Da ist auch einer drin, was? Was? Du bist eine Bombe? Die Geschichte wird ja auch so von damit enden, dass dieses Luftschiff hier in die Luft fliegt. Obwohl, geht gar nicht. Wir müssen dann wieder da rumlaufen können. Der Puppe schlägt mit zwei Pferdeschwänzen und verschwindet in den Himmel der Traumlandschaft. Ein Abblick, der viel aufregender ist als ein Origami-Vogel. Was den goldenen Funkelbaum angeht, vergiss es. Das ist wahrscheinlich nur irgendein Quatsch, den sich Sparkle ausgedacht hat. Ach, warte. Bericht. Meine Freunde, ich habe traurige Neuigkeiten für euch. Erzählt uns. Diese Prüfung der Schönheit ist besonders gefährlich. Ich habe 145 wunderhübsche Puppen gefunden, aber dachte, dass sie die Bombe der Narren sind. Ist das wirklich keine Prüfung des Hochgefühls oder so etwas? Egal, was auch passiert, bitte habt alle Geduld. Ich habe das Gefühl, solange wir Idrila mit unserer tugendhaften Geduld überzeugen, kann sogar das größte Problem gelöst werden. Agenti hat recht. Seid auf der Hut, Leute. Ich habe jetzt gedacht, da wäre nochmal Agenti wegen dem roten Hahn. Ist ja, was der tut sich selber antworten. So, wie viele Vögel habe ich eigentlich? Ah, einer fehlt mir noch. Hat der gerade auch gezählt? Dann wie viel mal wetten, der ist hier oben. Kann ich jetzt hier rein? Nein, mal noch nicht. Ja, schon die nächste. Also ich finde irgendwie nur 5 Bomben und die anderen finden irgendwie hunderte von denen. Ich bin hier, um dich zu entschärfen. Lass mich raten, 10 Minuten. Ash Rickley? Das ist eine Ansprechung an Ash Rickley. Hieß er nicht so hier? Der Rick Hall-Typ? Ne, Rick Ashley, ne? Ja. Oh, Copyright. Ach, hau raus. Das ist eine Anspielung an den Rickroll, ne? Es gibt dich niemals auf, aber gonna let you down. Mein Gott. Never tell a lie or hurt you. Lobet, aha. Ich freue mich wieder, dass ich in Englisch anhörte.
Aber ich verstehe nicht, das Spiel kommt doch aus China. Wissen die überhaupt, was Recalling da ist? Warum kommen so viele bekannte Memes in diesem Spiel vor? Ich verstehe das nicht. Nach dem letzten fast schon wieder weinerlichen Ausruf lobet Aha klingt im Mund der Puppe nur das nervige Echo einer Turmbandkassette nach. Sie ist also noch doch keine Bombe, sondern nur ein altmodischer Kassettenrekorder. Ich bin echt gespannt, wie sich das in Englisch anhört. Spezial-Ermittlungsteam der EFK hat hier zusammen, packt hier zusammen. Wir haben insgesamt 329 Puppen gefunden, aber keine einzige Bombe. Ich dachte, ich gebe diese Info mal an euch weiter. Ich meine, ihr könnt uns irgendwas tun. Verdammter Schweiß doch mal, es wird noch eine heiße Angelegenheit. Nicht aufgeben, wir sind so nah an der 999. Der Expressbesatzung ist auch gleich fertig. Das ist irgendwie so verdächtig. Ihr habt bestimmt eine Tausendste selber in der Hand, ne? Macht weiter so, ihr alle. Ich übernehme jetzt das Evakuierungsteam. Euch allen viel Glück. So, deswegen auch 1000 Glocken der Dämmerung, ne? Das ist bestimmt noch eine Tausendste irgendwo. So, da sehe ich schon die nächste. Ich brauche gar nicht auf die Karte gucken. Ich finde jetzt schon alle so. Im Moment will ich nur die Bombe entschärfen und die Handlung vorantreiben. Du bist also die Sonntag zu einem Bösewicht gemacht hat. Was ist mit der Action-Szene, in der Art schon die Familie entkommen musste? Was ist mit Robins Vorhaben, die Wahrheit zu enthüllen? Die Handlung springt bei dir viel zu oft hin und her. Im Moment will ich nur die Bombe entschärfen. Ich bin voll unproduktiv. Ich habe nur 5 Puppen oder so gefunden. Das ist eine Anspielung an ihre. Das ist eine Anspielung an ihre Companion Quest. Die andere Plaudertaschen Plüschpuppe verneigt sich ehrfurchtlich vor dir und wirft dir ein Küsschen zu. Dann verschwindet sie mit freudigen Springen in die Tiefen der Kabine. Wenn wir jetzt warten, mehr oder weniger gerade erzählen, ich soll ihre Companion Quest machen, weil tut man auch da aktivieren. Gute Neuigkeiten, wir haben die restlichen 120 Puppen hier gefunden, aber sie sind auch nur Puppen. Was geht dir vor? Ich will die Kleine uns etwa übers Ohr hauen. Warum bist du noch mal hier? What? So ist Sparkle normal. Sie braucht keine Einladung. Nur gut, Schluss mit den Witzen. Sparkle sagt, diese Nachricht ist super wichtig. Also dazu. Es gibt ja bei 1000 Puppen auf der Feldspat Lumina. Um eure Mühen zu belohnen, hat Sparkle sie alle Kornellen jetzt bei mir. Zeit sich allen. Du willst doch sicher nicht, dass alle wissen, dass der Schützer für mich über Pinocchio nutzlos geworden ist, oder? Beilung, ausschwimmen wir. Weltenretter. Leute, lasst euch nicht durch ihre schrecklichen Scherze in die Irre führen. Wir treffen uns bei den Koordinaten. Wenn wir sie erwischen, dann wenn wir eine Aktion erteilen, die sich so schnell nicht vergisst. Okay, finde die 1000ste Puppe. Musik ist weg. Okay. War schon immer hier so ein Ding. Ist mit der Musik auf einmal los. Wo muss ich hin? Ich weiß es nicht. Also, Ich kann schwören, ich habe gerade so im Blickwinkel so einen Vogel gesehen.
Bin ich jetzt ganz doof? Okay. So. Komm mal dahin. Glühwürmchen. Oh, das Sparkle. Ich wollte mal wetten, dass das Sparkle ist. Du Sparkle, ne? Sparkle, friss meinen Schläger. Du wurdest also auch von den maskierten Narren hier befördert. Obwohl, nein, Sparkle, friss meinen Schläger. そうですね、だいぶ進んで。私は本物の蛍だから。君がここに現れたってことは、えっと、簡単に説明するね。今から30分くらい前に。そうですね、だいぶ進んで。私は本物の蛍だから。君がここに現れたってことは、えっと、簡単に説明するね。今から30分くらい前に。そうですね、だいぶ進んで。私は本物の蛍だから。君がここに現れたってことは、えっと、簡単に説明するね。今から30分くらい前に。そうですね、だいぶ進んで。私は本物の蛍だから。君がここに現れたってことは、えっと、簡単に説明するね。今から30分くらい前に。そうですね、だいぶ進んで。私は本物の蛍だから。君がここに現れたってことは、えっと、簡単に説明するね。今から30分くらい前に。そうですね、だいぶ進んで。私は本物の蛍だから。君がここに現れたってことは、えっと、簡単に説明するね。今から30分くらい前に。そうですね、だいぶ進んで。私は本物の蛍だから。
だから私はまだたくさんの選択ができる。それに私も信じてるの。私たちが選択をした瞬間、心の中ではもう結果が決まってるんだって。運命が私たちを作るんじゃなくて、私たちが運命を作るんだよ。請求列車と性格ハンターは光と影、異なる道を行き絡み合い、一緒に進んで成長する。終わりが決まっていても、それはいいね。Soll ich mal einen glücklichen Moment haben mit...Kann ich mal einen fröhlichen Moment haben mit Glühwürmchen? Was passiert da gerade?Also ist Sparkle gut. Und Archon. Das Narrenschiff. Boah. Ich habe keine Ahnung, was hier gerade passiert. Als ich hier kam, war ich gerade ein Kind, das das hatte. Das Blatt war ein Uhrwerk. Und er hat sich immer wieder an das Blatt gedacht.ジェシーおばさんが用意してくれたのだと彼は言っていた。ミハイルは毎年ここに2つの花束を置いていたそうだ。そして彼がいなくなった後、それは3つになった。あなたの願いはずっと誰かが覚えている。望んでいた通り、今ピノコニーの長い夜は明けた。前途は必ずしも順風満帆ではないかもしれないが、人々は自由へ向かって進む覚悟ができている。ティエルナ、これでもう帰れるだろう。未来の七死人も次の目的地に向かう準備ができているよ。Da ist ein Bluthund auf der linken Seite. Wir sind gekommen, um den alten Namenlosen Lebewohl zu sagen. Shano Monogatari ni kampekina periodo utskoto wa nani yori no nagusame ni. Ist er echt gestorben? Was ist denn passiert? Karera wa koko ni iru. Sa.Die Story dieses Spiels ist einfach zu komplex für mich. Ich bin einfach zu doof für so eine komplexe Story. Es tut mir leid. Verabschiede ich von Galaga. Wann ist denn der gestorben? Man wurde schon letztens irgendwie erwähnt. Okay, das nächste Ziel nach dem Halt auf Pinakuni. Okay. Ich glaube, wir sind echt hier fertig.前はなかったよね。これが
ギャラガーが私たちに残した最後の謎みたいね。Wann ist er denn gestorben? Wir haben nicht gewusst, dass er nicht mehr lebt. Ich konnte nicht entscheiden, ob er noch lebt oder nicht. Ich meine, dieser Mann ist ein Geschichtsschreiber. Wie soll ich sagen, dass er noch lebt? Nein, der ist einfach 13. Aber 全部謎で説明するのは、少なくともうちらがピノコニーで一緒に過ごした時間とこの土地に対するあの人の忠誠と愛情もきっと本物だよね。Ein Trinkspruch. Ah, er hat Getränke mal gemacht. ギャラガーと眠れるハウンド。宴への招待状、すべての嘘。それから唯一の真実に敬意を表して。また会うことがあったら、今度はあんまり謎めいたこと言わないでよね。Okay. Ja, wir sollen wir Sparkle aus dem Team nehmen. Na. Der Typ lebt doch noch. Hier ist er doch.最初に車掌さんからのお願いを聞いたときは正直びっくりしたんだよね。七死人は開拓の人間でいいことをしても名を残さない。時間だってかなり経ってるし、こんな広いピノコニーでどうやって3人の行方を突き止めればいいんだろうって思ってた。でも今は夢の地では本当にできないことなんてないんだなって思ってるよ。歴史は死者の名を残さないかもしれないが、星々は彼らの足跡を見届けている。長い夜に訪れる最初の光は往々にして何も照らすことができない。それが一瞬で消えてしまうのに対して夜はあまりにも長いからな。だがそれによって人々は知ることになる。夜空にいつも光るものがあったとしたら、星が一つ落ちた後には無数の流星が空を横切ることになると。Ein Trinkspruch. Das machen wir gerade. ラザリナ・ジェーン・エスデラ。レールを敷いた開拓者たち。もう二度と沈黙しない歴史。ほとばしる情熱と勇気。そして、星々への旅路に敬意を表して。Okay.Zu ihm müssen wir auch noch mal hin. Ne? Achso, ich dachte zum alten Mann. Eigentlich nicht. Eigentlich find's hier, find ich jetzt wohl lustig hier. Ich hab keine Ahnung, was gerade passiert ist. Also, Sparkle eigentlich die ganze Zeit gut.Sie war die ganze Zeit gut. Sie wollte einfach nur ein Feuerwerk machen. Ich 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 wollte einfach nur ein Feuerwerk machen.誰かがこの原始の記憶域を見守る必要がある。ピノコニーの夜は長く、まだ全員が安心して眠れるような状況じゃない。向こうの美しい夢については、あれがなくても俺たちは今まで生きてきた。そうだろ。Ein Trinkspruch.ミカさんとドリームリーフの住民たち、長い夢の森人、忍耐の歳月、数々の悲しい夜、そしていつか訪れる夜明けに敬意を表して。Ah, ich hoffe, wir gehen nicht so schnell von Pinocchio weg. Das heißt, wir gehen weg von Sparkle, wir gehen weg von Robin. Ah, ich bin noch positiv, dass irgendwie Sparkle noch später irgendwann vorkommt, weil sie ist von den maskierten Narren und die sind ein bisschen so
Sie sind so wie die Stellaron hat, sie sind so sehr viel unterwegs in der Galaxie, nehme ich an, ne? Also hoffentlich. So, genau, von ihnen habe ich gedacht. Aber ich fürchte, das wird genauso wie ein Genshin ablaufen, ne? Ein Planet abgeschlossen. All die Charaktere kommen nie mehr vor. Und das macht mich traurig. Weil wir haben ja Glühwürmchen. Ich meine, Glühwürmchen wird eindeutig noch später vorkommen, ne? So wie die anderen Stellaron Hunter. Bei Sparkle mache ich mir nur Sorgen. Und anscheinend ist sie auch nicht böse. Das heißt, wahrscheinlich wird ihre Rolle noch kleiner sein, ne? Ich habe gedacht, vielleicht wird sie irgendwie so ein Endgame-Bösewicht oder so. Aber das scheint auch nicht der Fall zu sein, weil jetzt ist sie anscheinend gut. Was bedeutet, sie hat eigentlich keinen Grund mehr, noch irgendwie später aufzudauern, was mich ein bisschen traurig macht. Ach, guck mal, was passiert. Ein Trinkspruch. ピノコニーの過去、現在、未来、そして死ぬまで変わらない夢に敬意を表して。 Aber einmal, was ist denn dann jetzt mit dem dritten Tod von Glühwürmchen? Der ist ja gar nicht eingetroffen. Außer er trifft noch einen. 世界の運命は最終的にそこに住む人たちに委ねるべきだからな。 きっとミハイルはこの日を見届けたかったんだろうな。ミツキちゃん、どうかした？ちょっと変な感じがするだけ。これまでも似たような感じがしたことはあったんだけど、今回は少し強い気がする。言ってみろ。もしかしたらみんなも同じことを考えているかもしれない。 つい考えちゃうの。ミハイルもティエルナンも、ラザニナも、長い人生の中でたくさんの物語を経験してきたんだなって。3人にも若かった時があって、うちらみたいにぶつかり合ったり騒ぎ合ったりしてたんだよね。仲間、ライバル、旅、冒険、悲しい思い出、楽しい思い出。 うちらが慣れ親しんでる毎日を同じように経験してる。でもそれも全部過去のことなんだよね。 Bist heute Du bist heute aber furchtbar sentimental. Den ablenken. ablenken. Niemals. Und lesen nicht vorstellen, sie zu sein, wird es auch auf keinen Einfluss auf dich haben. Wow. Ich konnte es verstehen, aber ich wäre etwas unsicher. Egal was passiert, es ist schwer zu akzeptieren. うちらは登場人物たちの人生の細かいとこまで見てるから、その人たちのことを特別だと思っちゃうんだよね。だから現実的じゃなくても合理的じゃなくても、 Ich merke, da ist das Schiff. Ich habe schon die ganze Zeit gewundert, was das da im Hintergrund ist. Das ist das Schiff gewesen die ganze Zeit. もし彼らがそんなに特別じゃなかったとしたら、ミハイルがこの椅子に座って毎日毎日請求列車が来るのを待ってた時、あの人は何を思ってたのかな。あの人が人生の最後に自分は後悔してないって。 きっぱり言えたんだとしたら、今うちらの心にあるこの後悔は一体何なの？そうね。Ich habe das Gefühl, wir werden irgendwann was über Märzes Hintergrundgeschichte erfahren. Ginga は広く、生命は小さい。 Da gibt's also eine Meme. 開拓の足跡は止まることはないけど、宇宙という。 Ja, später mal erzählen.
普通の人は一生をかけてもわずかな距離しか進めない。でもそんな短い道のりがつながり合うことで無数の世界を結びつけることができるの。宇宙はレールに枕木を残した人たちのことを覚えてないかもしれないけど、私たちは覚えてるでしょ。私たちが覚えている限り彼らの物語は終わらないわ。ミハイルが私たちに残したものはこの問いに対する彼の答えなの。それは完璧ではないかもしれないけど、激動の人生を送った過去の七死人が人生の最後に心からの笑顔になれるものなのよ。一方でその意味は後に続く私たちが解釈することになるんだけどね。重要なのは答えじゃなくて他の人の答えからうちらが何を得られるかってこと？ええ、それが開拓よ。うん。ごめんね、なんか重い雰囲気にしちゃって。ほら、タンコ、なんか寒いジョークでも言って空気を和らげて。今から先のことを考えるのは決して悪いことじゃない。いつかは俺たちも別れに向き合うことになるだろうからな。だが、それまでは長い道のりを共に歩んでいくことになる。そうね。そして今、一番大事なのはピノコニーでの体験を車掌に伝えることよ。それから準備を整えて開拓の次の目的地に出発しましょう。Oh man, einfach so。そろそろ列車に戻らないと。でも、その前にヨミと最後のお別れをしてこようかな。Ich kann mich entscheiden, nicht mit dir zu reden. Das ist auch krass. Nein, natürlich tue ich nochmal mit dir reden. Wir sind doch erst in Version 2.3. Ich nehme an, dann kommen noch irgendwie so andere Abstecher, die jetzt nicht wirklich die Hauptstory sind, ne? So wie damals hier mit den mit diesen Feuergarten hier. Wo man Ho-Ho hier zum ersten Mal getroffen hat. Wie mit dieser Geistergruppe. Hier mal, dann kommt wieder so irgendwie so ein kleiner Abstecher auf einen anderen Planeten nochmal. Ne? So ein kleinerer. Auf einen alten Planeten oder so. Wo dann die Story erstmal weitergeht. Oder das hier, wo man Topaz zum ersten Mal getroffen hat in Yarelo. So ein Story-Ereignis oder so, ne? Da müssen wir ja 0,7 Versionen noch warten, bis die Story ja weitergeht. Das ist ja voll lang. Aber ging die Story schon relativ schnell weiter die ganze Zeit? Wer genau bist du? So, その影の下で自滅した。自滅のブロップ。自滅の結末に抗うため。Kann ich auch mal zeigen, wie die so aussehen, ne? Die Aeons. Habe ich schon mal gezeigt? Ich glaube, ich habe die schon mal gezeigt, ne? Die haben mal richtig coole Designs. Ich glaube, ich habe die schon mal gezeigt, ne? Watashino Sagashi Motomeru Bashova. Genjitsu Kyomu Hedateru. Black Netto no Oku Fukakuni Aruto Kakushinsta. Sokoniwa.大宮機関という秘密が隠されている。アパート X? いつの日か、私は。Ist das nicht dieses Ding von dem simulierten Universum? Das sah aus wie der Torstern? Werden wir uns wiedersehen? Ja. 旅の目的からして、Mit Sicherheit, ne? この広大な銀河で、Wir werden jetzt nicht so einen starken Charakter hier eingeführt haben, der einfach so mal hier die ganze Traumwelt zerschlitzen kann, ohne dass die irgendwann später nochmal auftaucht, ne? 道が広がっていて。私の刀は運命を断ち切れることです。That's genau wie Mihawk in One Piece, ne? お互いに旅に出た時の初心を持ち続けていた。Obwohl der Shogun kam auch irgendwie nie mal vor in Genshin Impact. いつか再会できる。Das wäre eine andere Geschichte. Sind wir uns schon einmal begegnet? そういえば、失礼を詫びなければならないな。初めて会った時のことを覚えているか。あの時、あなたは古い友人を彷彿とさせると言っただろう。
自滅の呪いのせいで私の記憶は断片的に剥がれ落ち、過去がぼやけているんだ。Sie kommt das Honka Impact 3 dann, ne? Meine ich. Also ist die gleiche Person, die man trifft, vielleicht da? Ich glaube, die ist wegen Raiden May oder irgendwie sowas. Die habe ich auch getroffen, als ich das Spiel damals einen Monat oder so gespielt habe. Was, wenn das nicht nur eine Illusion ist? あなたが私の過去と関係があるはずがない。そこに Von dem, was ich verstehe, ist Welt, also der Welt, den wir hier kennen, glaube ich, sogar die gleiche Person, die in Dings vorkommt, in Honka Impact 4, diesen Charakter, der auch die gleiche Jacke und so was anhat, glaube ich, ne? Ich habe vielleicht schon jemanden getroffen, der ähnlich ist. Ja, Seele. Seele sieht irgendwie sehr ähnlich aus wie sie. Aber warum sagt nun unser Charakter, dass wir sie kennen? Aber manche Dinge ändern sich nie. Warum ist die Schrift rot? Das haben wir irgendwie auch noch nie gelöst. Was ist das, wenn der Text rot oder gelb ist oder so? Ist das ein Fort Wallbreak oder so was? Das macht mir Angst. それでも正しい結果を得ることはできなかった。だがこの光景は彼らがまだここにいるかのように感じさせてくれる。この宇宙には似て非なる世界が無数にあり、似て非なる人が無数にいる。私も孤独な旅をしてきた。 見知らぬ星で旧友と出会い、彼らの姿に自分の過去を重ねたこともある。あなたにとってこのような懐かしさは何を意味する？Ja, wir sehen es auch nach einer bestimmten Person, ne? 未練、願望、思い、どれも正しいかもしれないが、いずれも完全な答えではない。それは外的なものではなく、私たち自身から来ているもの。過去のある時点から時を超えてきた感情だ。それは温かくて楽しいものかもしれないし、辛くて悲しいものかもしれない。だが過去を振り返ってみたとき、そこにはいつも小さいながら。Ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn ich hier was frage, bekomme ich eine Antwort, aber ich bekomme irgendwie nicht eine Antwort. 変わらないものが残っているものだ。それらは私たちの人生のまとめであり。Ich habe das Gefühl, ich muss irgendwie 500 IQ haben, um überhaupt zu verstehen, was sie sagt. そして共に歩んできた道の証でもある。Was ich damit hindeuten möchte, ist, ich bin sehr dumm. Also bitte einfache Worte. Also wenn man jetzt einfach zum Ding gegangen wäre, dann hätte man halt ganz viel gesehen alles. Ich weiß gar nicht, warum ich Bilder mache. Ich ist jetzt nicht so, als würde ich mir die angucken irgendwann oder so. それによって全く異なる意味合いを見せる。それこそが旅の意味だ。旅で得られる美しいものは今も。Das war Abenteuer sind die Freunde, die wir auf dem Weg gemacht haben. そして私は信じている。私たちが太陽の下で再会するまで、それは
So sah sie vorher aus, ne? Also, habe ich ein Foto gemacht. Hat nur für einen Text hier. So. Da, aber Papa ist schon wieder los. Hey, wer hat die Musik abgestellt? Weißt du, muss mir schon wieder eine Daily für dich machen. So sieht er wortwörtlich jeden Tag aus. Ich mache jeden Tag für den so eine Kleinigkeit und der ist immer noch unglücklich. Wieso hat er es denn gesagt? Aber nicht doch, Kopf hoch, einfach mal sein, nicht traurig, nicht weinen, Leute. War doch. Was ist passiert? Ich sehe den wortwörtlich fast jeden Tag so. Wenn ich meine Dailies mache. Dann immer so eine Mini-Quest, die man machen muss. Lüg mich nicht an, du bist jeden Tag am Bein, wortwörtlich. Ich habe nur noch einen Treibstoff. Ich kann nur noch einmal meine Energie regenerieren. Alles gut. Komm, ich mache eine Daily für dich. Dann geht's dir wieder besser. Ich tue mit dir Ball spielen. Das war wirklich eine der Dailies. Der will sich irgendwie fit machen. Man soll irgendwie einen Ball werfen und der soll ihn überholen. Da kann man irgendwie darauf kommentieren. Warte mal, ist ein bisschen komisch, was wir gerade machen. Okay. Sprich mit der gesamten Besatzung. Okay. So. Da, Fellknoll. Ja, der hat die ja gekannt, ne? Einer dieser Lichtkegel zeigt die drei, ja. Zusammen mit Pompom. Pom. Müssen wir neue Mitglieder rekrutieren, ja. Pompom sagt uns, könnte der Treibstoff ausgehen. Das ist bestimmt die nächste Story-Quest, ne? Wir müssen irgendwo Treibstoff besorgen, ne? Ja, aber da verbrauchen wir doch keinen Treibstoff, wenn wir irgendwo anhalten. Aber wenn wir halten irgendwo, dann verbauen wir doch keinen Treibstoff. Was? Da kann Pamu ja immer so lange für uns sorgen. それを運行のエネルギーに変換する。理想的な状況。2回。What? Nur noch zwei Welten und das Spiel ist vorbei. So, ich werde jetzt das sagen und sie wird sich darüber aufregen. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Warst du schon?
その点も考慮しなければならないというわけだ。Was wird der nächste sein, ne? ああ、製図を確認したが、比較的近くにある世界は、海洋惑星ルサカとアゲートの世界、メルスタインだ。オーツィアンプレート、どちらを目的地にするかは、やはり投票で決める必要があるが。Ach, da müssen wir. Ich habe schon keine Wahl. Was kommt wieder ein schwarzer Schwan, oder? Gott, sie wird wieder so lange brauchen mit ihren Sätzen. Schwarzer Schwan, was machst du hier? Gehe ich jetzt wieder in die Vergangenheit zurück? Ist das alles wieder nur ein Traum hier? あなたたちにとって救いの手になるかもしれない。言いたいことがあるならはっきり言ったらどうだ。内容によっては列車から降りてもらうかもしれないが。Krass. 不朽の光栄。本当に魅力的な竜ね。特にその曖昧ではっきりとしない記憶が。本題に入りましょう。請求列車が今エンジンに動力を補充するために特別な開拓の旅をしなければ。Tun wir nicht die ganze Zeit irgendwie hier? 考えたこと。Ich habe das Gefühl, wir sind immer irgendwo hin auf dem Weg. Wir werden trotzdem irgendwo hin anders hin. Ich glaube, Pinakuni war auch der Fall, ne? Der Planet davor auch. Da sind wir ja nur hingegangen wegen Kafka.Weil die gesagt hat, hey, hör mal, da passiert gerade was. Akibiri ですら行ったことない世界を開拓する。そんなことを本当にできるの?話を続けてくれ、メモキーパー。その目的地というのは一体どんな世界なんだ?宇宙の大多数の人が存在を知らない世界。外部からは観測することすら難しい。ガーデンの鏡にしか映らない世界。三重の運命によって縛られ、運命を予測できない。Eine weit, weit entfernte Welt. 永遠の地。オンパロス。Ewigkeit. Inazuma?Genshin Impact. Ai ni kuru no ga osoku natte shimatta kashira. Anata ga kuru to wa iyai desu ne. Oh. Family ga dore dake keibi o katamete iru ka. Anata o koko kara tsure dasu no ga dore hodo muzukashii ka shiranai deshou. Dou yara watashi no ban ga kita yō desu ne.何を言っているのかよくわからないわ。あなたの番？交渉、尋問、あるいは徹底的な死刑。私の末路はあなた次第です。レディー翡翠。なぜ今になって死にゆく者に口を開く機会を与えるような素振りを見せるのですか？祭壇から転げ落ちてもその態度は変わらないのね。あなたの元気な姿を見られて嬉しいわ。そのような謎めいた言葉で私の尊厳を傷つけるのはやめていただきたい。わざわざ会いに来たのは、己の悪意に満ちた虚栄心を満たすためなのですか。そんなわけないでしょう。私が来たのはあなたの妹の願いを叶えられる素晴らしい取引を提案するため。受け入れるかどうかはあなた次第だけど、
ロビンの誰もが平和を享受できる真の楽園を築く、これがあなたたち兄弟の約束だったわよね。その約束を果たせるチャンスがまだあると言ったら、私と話してくれる気になるかしら。これがとても重い質問だということは分かっているから、すぐに答える必要はないわ。行きなさい。あなたは自由よ。己の本分を超えようとした神に選ばれし者、その翼を降り属性を訪れ、この世界の真の姿を見てくるの。あなたたちの慈悲などいりません。 Das bedeutet aber, er könnte vielleicht in Zukunft spielbar werden, ne? Dann kriegt er bestimmt ein neues Design und was weiß ich, ich nicht alles, ne? Das ist eigentlich gar nicht mal so eine schlechte Idee. So von der Programmiererweise irgendwie so, ne? So, wir lassen den Typen jetzt frei, ne? Das heißt, er könnte potenziell noch irgendwann spielbar Charakter werden, ne? Schließlich den maskierten Narren an oder irgendwie sowas. Bei den Stellaron-Jägern. Okay, wir werden jetzt gar nicht erfahren, was hier mit Schwarzer Schwan war. Zwischenpause. Dann jetzt kommt die Musik wieder zurück. So, oh, Botel. Nope. Robin. So, Sparkle. Schwarzer Schwan. Agenti. Segeloch. Hätte ich die Sonne nie gesehen. Okay, damit sind wir... Oh, jetzt habe ich dieses neue simulierte Universum hier freigeschaltet, ne? So, jetzt habe ich jetzt mal wieder alles mögliche freigeschaltet, so an Nebenquests und so. Cool, es fühlt sich so cool an, findest du nicht? Was, noch mehr Bomben? Das sind alles Nebenquests, ne? Gib mir die Koordinaten, ich gehe die Bombe entschärfen. Es gibt hier nur 1000 Bomben, Frau Sparkle hält immer ihr Versprechen. Ich bin nur hier, um Frau Sparkles Motiv zu verraten, verstehst du? Bitte erklär mir das genauer. Erinnerst du dich an die vorhergesagte 3 Todesfälle? Was kümmert dich das? Wer weiß, ich kann nur sagen, dass jemand ein Vermögen bezahlt hat, um Frau Spark als Regisseurin auf Pinakuni einzuladen. Es scheint ein Freund zu sein, der ein Videospiel kennt, den sie im Videospiel kennengelernt hat. Diese Person schreibt Frau, und hat sie auch, sein. Was? Es geht mir halt so schnell. Warte mal, Silberwolf? Ist nicht auch wie in die 3 Todesfälle oder möglichst sicherste Weise passieren zu lassen. Gegenzug hat sie auch hat er auch seinen Skip mit Frau Sparkle geteilt. Ist sie ein Mitglied der Stellaron-Jäger? Was danach geschieht, du bist auch noch schlau. Sicher kannst du was erraten, Gauschow. Allerdings ist Frau Sparkle nicht. Sie hat eine Überraschung. Hast du Frau Sparkles Knopf für gegenseitige zugesicherte Zerstörung gedrückt? Ich konnte ihn nicht drücken. Den Knopf überhaupt nicht bekommen. Knopf, ja doch. Wirklich, dann hoffe ich, dass du es beim nächsten Mal schaffst. Das ist in Ordnung. Als die Hälfte der Schauspieler im Knopf gedrückt haben, verlief der 3. Todesfall genau wie geplant. Sie flog hoch in den Himmel und zündete das größte Feuerwerk in der Geschichte von Pinakuni, um den süßen Traum einer grandiosen Finale zu begeben. Und sie selbst sind gesund und munter. Was für ein glückliches Ende. Also herzlichen Glückwunsch, Clara Schopf. Vielleicht bist du in der... Oh. Übrigens, zur Feier des großen Finals hat Frau Sparkle beschlossen, dir ein weiteres Geheimnis zu verraten. Was ist das? Weißt du... Also eigentlich... Ist Dr. Primitiv ein großer Fan von Bananen. Fahre vor. Ah, dieses Konto wurde gelöscht. So, sind alle da. Ich habe eine wichtige Ankündigung. Ich gestehe. Ich kriege endlich ein Gehalt. Super. Na, geht es dafür noch keine Pläne. Ja, ne, haben wir nicht diese Abmachung gemacht mit diesen einen Leuten.
Und uns ja Yang eigentlich nicht zum Geld zu sagen. Herr Yang ist eine Ausnahme. Seid neidisch, Jungspund. Zurück zur Sache, was ich euch mitleite. Das heißt, jetzt bald seine nach der Runde ist Finanzierung mit IFK 30% der Aktien. Ja, Abteilung ist ja, das haben wir doch mitbekommen. Ne? Ach ja, wir waren ja gar nicht dabei. Ne? Ich weiß noch nichts über Aktien oder Optionen, aber das klingt doch toll. Werden wir reich? Also werden wir endlich finanziell unabhängig? Ich habe eigentlich genug Geld in diesem Spiel. Ach, der Neo, du hast doch die ganze Zeit in Arm, hast du die ganze Zeit in Armut gelebt? Du hast es bestimmt nicht leicht gehabt. Vielerweise haben wir alle als stets Pinakui. Dein Meister ist ja Zeit, alles zu unterwerfen. Nein. Zeit, dass ich alle unsere Namen merke. Oh, der Neo scheint voll Tatendrang zu sein. Hey, was machst du da? Das ist gut sein, März. Ich kann seine Entschlossenheit, seine Nachricht sehen. Wir können ihn nicht aufhalten. Das ist der Nebenquest, ne? Oh, Sparkle-Puppe. Profilbild, geil. Das ist ja schon einer meiner neuen Leute hier. Ja, schwarzer Schwan ist schon hier. Ja, diese... Hier gibt es so ein Gästebuch, kann ich auch mal zeigen. Wenn man irgendwie die Companion-Quest von allen Charakteren macht, dann kann man hier die Charaktere hier... Dann kommt die hier hin und wieder mal vor. Musik passt irgendwie gerade nicht so, aber egal. Muss ja echt angewöhnt, schneller zu sprechen. Ich mag es nicht, wenn Charaktere so langsam sprechen. Ich kann es kaum erwarten, Sparkle auf dem Zug zu sehen. Erstmal. Ich höre gerne Geschichten. Ich werde Erinnerungen auf den Fall mit manifestieren und sie mit dir teilen. Okay. Polly redet so langsam, ne? Muss halt Gästebuch nochmal. Hier ist irgendwas, aber das fasse ich jetzt nicht an. Hier ist das Gästebuch, da sehen wir alle Charaktere, die auftauchen können. Für die wir irgendwie die Story abgeschlossen haben. So, Dankgeschenk. Okay. Nein, ich habe mit denen nicht geredet, aber... Nein, aber der kommt nicht mehr. Nein, ich habe verpasst, mit denen zu reden. Oh. So. So, er und wo ist der andere? Ja, Luchao, ne? Ja, den mit denen habe ich geredet, als er einmal gekommen ist, weil er ist halt jetzt tot, ne? Deswegen kann er uns nicht mehr besuchen, ne? So, jetzt kann ich, glaube ich, das hier machen, ne? Jetzt kann ich das hier machen, ne? Das hier hat Figuren. Ich komme mir wieder gerade jemanden aussuchen. Ach, ich habe die aber alle auf Maximum, glaube ich. Nein. Galaga, Hanya, Luca und Alan. Ich glaube, die habe ich alle auf Maximum. Galaga. Ich glaube, Hanya habe ich nicht, ne? Nein, die habe ich auch. Hanya habe ich. Luca. Ich habe die alle aufs Maximum. Ja, ich meine, dann kriege ich Kompensation dafür, aber trotzdem, boah. Galaga habe ich auch vom Maximum, ne? Galaga, Hanya, Luca und wer war noch? Warte noch. Allen habe ich auch Maximum, glaube ich. Ja, alle habe ich definitiv auch Maximum. Bei dem nutze ich nicht. Ja. Ah, dann kriege ich ja noch Kompensation. Boah. Ich würde gerne mal wissen, was dieses, wie das hier ist. Dieses neue simulierte Universum. Was haben wir jetzt freigeschaltet? Das ist hier dieser Roguelike Modus, aber den mache ich offscreen, so wie die ganzen anderen simulierten Universum. Ich will aber mal irgendwann mal zeigen, weil es so geil.
Das ist so ein geiler Endgame-Modus hier. Aber da lasse ich erstmal die Finger vor und ich mache erstmal die ganzen Nebenquests irgendwann. So, wir sind ja fertig mit der Story, ne? Ich nehme an, ich lasse das hier alles in einem Part, ne? In einen langen Part. So, boom. So, wir tun jetzt einfach hier so beenden, ohne dass wir irgendwie sehen hier. So, genau, jetzt kann ich das hier machen. Jetzt kriege ich die Materialien für Glühwürmchen. Ich habe sie ja, ich habe für sie ja die ganze Zeit nichts hier gefarmt. Dann kriege ich die sozusagen jetzt hier alle umsonst. Sehr gut, dann wird Glühwürmchen noch stärker. Die ist ehrlich gesagt schon voll überpowered, ne? Ich sag euch mal gerade, ich zeige euch mal, was das eine Event hier ist, ne? Was wir gerade machen müssen, ne? Das hier, das ist einfach nur so ein kleines Mini-Event, ne? Und ich bin mit dem Team hier reingegangen, ne? Nein, nicht mit dem Team. Ich bin hier reingegangen. Ich habe das hier gemacht. Das ist noch der einfache Modus, nehme ich an, ne? Und was die Regeln ja sozusagen ist hier, da oben rechts in der Mitte steht zum Beispiel, ne? Wenn ich ein Schwächebuch austeile, dann kriege ich einen Zug und einen Skillpunkt, ne? Also ich gehe jetzt mal hier rein und zeige euch da, was da abgeht, ne? Das ist absolut krass. Das ist der erste Kampf, den wir hier sehen, wirklich gerade. So, wir gehen hier rein mit Rune Mei, ne? Sie tut den Schaden erhöhen von allen, ne? Und den Brechschaden, ne? Normalerweise will ich nur die Hälfte von diesen Balken abziehen, ne? Aber weil Rune Mei ihre Dings aktiviert hat, wird ein bisschen erhöht. So, jetzt gehe ich hier rein, ne? Jetzt passt euch gleich. Der läuft, glaube ich, genauso ab wie vorhin. So, ich aktiviere mal sein Ding, ne? Mit der Bocke-Pack erhöht wird, ne? So, jetzt schaut euch das an, ne? Jetzt gehe ich hier rein, ne? Boom. Und da ich ihn gebrochen habe, kriegt sie jetzt noch mal einen Zug und kann noch mal agieren und kriegt noch mal einen Skillpunkt, ne? Dann gehe ich hier noch mal rein, ne? Bricht jetzt schon wieder. Jetzt kriegt sie noch einen Zug. Jetzt gehe ich hier rein, mach noch mal. Jetzt aktiviere ich auch Ultimate, ne? So wandle ich sie in Sam, ne? Und jetzt kriegt sie doch mehr Bruchschaden, ne? Jetzt gehe ich hier rein und hau die alle kaputt. Da ich schon wieder einen Gegner gebrochen habe, kriege ich schon wieder einen Zug, ne? So, jetzt gehe ich hier rein. Skill, greift ihn an. Gebrochen. Und da ich ihn wieder gebrochen habe, kriege ich schon wieder einen Zug. Und einen Skillpunkt. Dann gehe ich hier rein, mach den kaputt. Habe ihn gebrochen, jetzt kriegt sie wieder einen Zug. Jetzt gehe ich hier rein. Brech ihn. Hab wieder einen Zug bekommen. Jetzt gehe ich hier rein. Brech ihn nochmal. Ich weiß jetzt nicht, warum ich jetzt nochmal einen Zug bekommen habe, aber ich habe nochmal einen Zug bekommen. Jetzt gehe ich nochmal hier rein. Und wo? Das ist so absolut gestört, ne? Ich meine, da war noch der einfachste Modus hier, aber trotzdem, das ist sowas von geistesgestört. Und Glühwürmchen ist noch nicht mal so stark, wie sie eigentlich sein könnte, ne? Ich habe noch ihre ganzen Spuren und so noch gar nicht aktiviert, weil ich hier nicht die Sachen gefarmt habe für sie. Und wenn ich das hier habe, wird sie doch stärker, weil dann kriegt sie noch mehr Angriffskraft. Ja, mehr Brucheffekt pro Angriffskraft. Und sie hat 2200. So. Also ja, ich werde mich hier ein bisschen austoben, ne? Offscreen. Ich mal in meinen Bilder hier bei den Songs hier reinpacken, ne? Zeiner von hier. Das Lied von Sparkle, das würde ich nämlich hier reinpacken dann. Wie ist das nochmal? Ist ja ganz unten. Ich weiß nicht, wo die sind. Ganz oben. Mache ich ausgehen. So, aber wir sind noch nicht fertig, weil eine Sache will ich noch machen, weil ich habe wieder 10 Dinger, ne? Ich habe wieder 10 Standard Warps, die können wir noch mal verballern. So, bevor wir uns hier verabschieden, ne? Ich weiß nicht, was als nächstes kommen wird, ne? Ich gehe natürlich in Merzes Zimmer, ne? Gibt's hier irgendwie was Neues? Hier was von Pinakuni, ja, da oben. Und dann gehen wir hier rein und tun wir noch ein bisschen Gacha spielen, ne?
Warum hast du Klamotten für Pompom? What? So, dann gehen wir hier rein und machen nur einmal Warp und dann verabschieden wir uns für heute und für einige Zeit. Ich will wahrscheinlich irgendwann mal hier Sparkles Companion Quest auch noch mal aufnehmen. Aber wer weiß, wann ich das machen werde, ne? Und wer weiß, wann die Story erstmal weitergeht, ne? Aber ging ja relativ schnell, ne? Aber jetzt irgendwie so ein Epilog eigentlich nur noch. Ich weiß nicht genau, warum irgendwie Sparkle irgendwie am Ende doch gut ist. Ich hoffe, das bedeutet nicht, dass wir sie irgendwie später nicht mehr sehen, weil das würde mich ein bisschen stören. Aber guck mal, was als nächstes passiert, ne? Gut. Dann gehen wir noch hier rein, machen hier auch einmal Gacha, gucken mal, ob wir was bekommen. Und dann... Boom. Zeig mal. Friss mein Ticket. Es gibt eigentlich irgendwie nichts, was ich hier mehr noch wünsche, ne? Ich habe jetzt Welt, ich habe jetzt alle Charaktere, die ich haben wollte bisher, ne? Gibt eigentlich nichts, was ich mir so wünsche noch hier so an Charakteren. Eigentlich nur noch Charaktere, die ich noch nicht hochgelevelt habe, ne? Eidolon mäßig. So, hey, Gneifen, cool. Sie benutze ich. Sie kann ruhig hochgelevelt werden, ein paar Mal. Also einzige, was wir bekommen. Geil. Gut, sie benutze ich. Ich habe sie zwar noch nicht vollkommen perfekt ausgerüstet, aber hey, wenigstens ein Charakter, den ich benutze. Da bekommst du ja. Ich bin Level 3, oder dann wird irgendwas boom, hochgelevelt. Sie hat übrigens die Stimme von hier. Sie hat die Stimme von hier von Marin aus My Dress Up Darling, heißt das, glaube ich, ne? Diese Blondine hier. Die irgendwie diesen einen Typen datet und irgendwie cosplayt und so, ne? Was ist das? Ihre Fertigkeit ist dann, ne? Ja. Und ihr normaler Angriff. Cool. So, bitte alle Charaktere, die ich benutze. Sehr gut. Gut, dann. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier einen überlangen Part mache. Das sind jetzt 130 Minuten. Ich glaube, werde ich sogar machen. Ne, ich glaube, ich am Sonntag dann hochladen. Oder ich hatte den zwei. Ne, lass mal. Ich mache einen langen Part am Sonntag, ne? Und dann, ja, sehe ich euch beim nächsten Mal wieder, ne? Bis zum jetzt ist Butel auch noch hier. Was? Chido? Also heißt das, Sparkle kann auch hier auftauchen? Voll Chido, ist das ein neues Wort? Ich hab nicht gewusst, dass die so schnell hier auftauchen können. Ich dachte, da muss ich mal einen Tag vergehen oder so. Was soll der Reis? Wir haben eine Kaffeemaschine. Die Datenbank, das Grammophon. Ich zeige sie dir. Also Sparkle kann dann einfach hier so auftauchen? So, warte mal. Wenn das der Fall ist... Ich habe nicht gewusst, dass die ja so auftauchen können. Ich dachte, da muss immer einen Tag irgendwie vergehen, bis hier neue Leute auftauchen. So, da war Genti. Ich habe nicht gewusst, dass die ja sofort auftauchen können. Komm irgendwie bekannt vor. Ich möchte deinen edlen Charakter loben. Also, wo wir zum ersten Mal getroffen haben, mit seiner Companion Quest. Hey, weißt du, wenn ich die Companion Quest nie gemacht hätte? Wir werden uns wiedersehen. Wo ich mir gar nicht sicher war, eine Companion Quest, wo wir ihn zum ersten Mal getroffen haben oder nicht. Die Musik passt irgendwie nicht hier. Okay. Das Sparkle, Sparkle, Sparkle. Yeah, Sparkle, Sparkle. So, Sparkle, mit dem muss ich auch noch reden. Komm.
Wo bist du? So, Robin, ach ja, Robin gibt's ja auch noch. Mein Gott. Oh. Ich kann jetzt eigentlich nur noch Sparkle zeigen. Ich nehme an, wir begrüßen hier jeden. Komm gerne jederzeit her, wenn du dich entspannen willst. Vielleicht werde ich das doch hier in zwei Parts einteilen. Und sonst habe ich ja nur einen Tag hier. Mal schauen. Natürlich kommt Sparkle als letztes. Ich hätte eigentlich nur sie am liebsten gemacht. Wo bist du? Also bis hier. Steht einfach vor, Himeko. Hey, was machst du denn hier? Moment, wie bist du hier überhaupt reingekommen? Stimmt, sie heißt ja Hanabi. Und sie hat ein Feuerwerk gemacht. Willst du den Express in die Luft jagen? War sie in Wirklichkeit die ganze Zeit gut? Hat sie nicht welche auch in ihrer persönlichen Lichtkegel? Geh mir, ich werde dir alles zeigen. Sehr cool. Da will sie sagen, sie kommt noch öfter hier. Und hat sie nicht oder wird sie uns auch verlassen? Wenn er mich dafür würde mich sehr traurig machen. So, da war nochmal eine. So, oh, sie ist noch hier. Sehr gut. Also wird sie noch öfter hier hinkommen, nehme ich an. Ne? Gut, jetzt ist der Part schon wieder lang genug, ne? Vielleicht werde ich in zwei Parts einteilen, vielleicht aber auch nicht, ne? Vielleicht werde ich, vielleicht je nachdem, was so passiert, so, ne? In dem Part, ne? Mal schauen. Ich würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal bei was auch immer ich hier als nächstes machen werde, ne? Ich werde mich um die Events hier kümmern. Ich werde hier, weiß nicht, die Charaktere, die ich hier noch benutze, weiter hochleveln, wenn ich die richtigen Dinge hier treffen würde. Das hier will ich treffen. Nein. Danke. Okay, das hier ist dieses Event, das ich machen muss, ne? Also ich werde noch beschäftigt sein, bis ich mit dem Sachen als hier fertig bin, ist wahrscheinlich die Story schon wieder weiter, ne? Läuft immer irgendwie so, habe ich so ein Gefühl. Aber als nächstes kommt ja irgendwie, ich glaube, Jade kommt als nächster Charakter, wurde noch nirgendwo hier angezeigt, ne? Aber Jade ist als nächstes hier der Charakter. Für sie werde ich nicht pullen. Das heißt, ich werde hier sparen und ja, mir offscreen ja alles anschauen, Nebenquest-mäßig und so. Und ja, dann sage ich, ihr geht's weiter mit Honkai Story, wann auch immer es hier weitergeht, ne? Gut, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst ein Like, ein Abo oder ein Kommentar, das würde mich voll freuen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüssikowski, Leute.